Benni, ja. Lass mal bei Facebook posten. Die sollen uns irgendwelche Begriffe nennen und dann machen wir ein Impro-Video dazu. Ganz schnell so, ganz spontan. Hast du Bock? Ja! Ja, dann lass das machen. Lass das machen! Okay! So, da sind wir. Facebook Cookie Breed. Da steht Cookie Breed, Cookie Breed. Und jetzt schreiben wir, wichtig, Benni und ich brauchen ganz schnell Begriffe für ein Impro-Video. Wir sind gerade am Drehen. Die lustigsten Begriffe kommen ins Video. Oh, okay, ich muss teilen. Ich muss so schnell wie möglich teilen. 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 155 schon. Nach, ja, klar. Jetzt sind 10 Minuten vergangen. Wir haben fast 500 Kommentare. Jetzt suchen wir uns einfach mal die besten raus. Wenn ich das gerade mal sagen darf. Ich finde das so cool von euch, dass ihr so viel bei Facebook postet und mich wirklich dafür interessiert, was wir dann singen. Und deswegen kommt jetzt auch alle ins Video. Ich meine, finde ich cool. Du hast mir alles vorgeschrieben. H-O-S-E. Wo ist das Problem? So. So, weiter geht's. Wir gucken jetzt direkt mal. Was? Sackface. Schreib auf, schreib auf, schreib auf. Wie kommst du bitte auf Sackface, was Peter? Dachstuhlverdrahtungsapparatur. Ich sehe das gerade nicht. Ach, da. Über den 2 Likes. Okay, der hat 2 Likes. Okay, hau rein. Einäugige Hosenschlange. Hä? Ist ganz kurz. Wie Ich weiß auch nicht. Hubelschlunze. Die Leute mit einem Daumen hoch, die sind schon Dachboden-Froschgesicht. Hast du Bock auf Dachboden-Froschgesicht? Ach, okay, haben wir schon was mit Dach. Gut, dass er daran gedacht hat, vielen Dank. Okay, gucken wir mal direkt weiter. Ulkig. Boah, Passwort. Das nehmen wir. Da ist es, ulkig. Das ist ulkig. Wir sind bestimmt immer noch nur bei 100 oder so. Me gusta, was heißt das? Ich bin nicht gerade so der Spanier. Me gusta. Schreib's auf. Schreib's einfach auf. Ja, Penis ist alt. Ah, Penis. Okay. Wie wär's mit Opferstock? Finde ich cool. Wie zum Teufel kommen wir noch Bumsborstvieh, bitte? Alina. Bumsborsten. Ich finde das cool. Also ich glaube, das sollten wir öfter machen mit Facebook, irgendwelche Videos. Der Gerät. Schreib's auf. Das hat schon, glaube ich, jemand gemacht. Da ist es, der Gerät. Kannst du das aufschreiben oder Nein, ist das zu viel? Dann ist die Tinte leer. Okay. Oh, die übertreiben alle, die wollen uns alle so quälen mit diesen Worten. Das kann man niemals sehen. Andere Märte, auf jeden Fall. Hab ich Bock drauf? Komm, schreib auf. Käsereibe. Oh, Erdbeerkäse, nimm das! Das steht da, ich kann gar nicht leben. Ich koch gar nicht für den. Bios für mich Abfall. Ekelhaft, ey. Dann kriegt der Daniel Kager mal seinen Rochen. Ja gut, dann hau mal den Rochen rein. Boah, zweimal hast du es gepostet. Boah, übertreib nicht mit deinem Rochen, Alter. Den singen wir dann nicht ganz oft. Kotbrot, geil. Ja. Seid alle so krank. Der Gerät hatten wir schon, Alter. Okay. Kockschelle. Oh. Was? Weißt du, was ein Kockschelle ist? Achso, da gibt's so ein Video, das ist ganz lustig. Schreib es einfach auf, du wirst es gleich singen und dann kannst du es dir mal dann angucken auf so einer Seite, die ich dir mal ganz im Privaten gebe. Wie man schreibt. Der mit seinem Rochen, ich bring ihn um. Schon wieder Rochen. Den müssen wir jetzt eigentlich lokativ nicht nehmen, euch hab ich schon aufgeschrieben. Okay. Nee. Rochen, 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 der will auffallen. Okay. Sonnenblumen-Kennergeschmack. Warum ist das so lustig, bitte? Wie kommt man denn bitte auf Kartenhalter? Wie kommt ihr auf Kartenhalter? Ich hab noch nie sein Gerät auf Kartenhalter. Das ist ein Mensch. Alter. Bazinga! Kokolores, was ist das wieder für ein Wort? Kokolores. Wieder so ein ulkig Wort. Imosh Diom. Der mit seinem Rochen, Alter. Nimm mal Pedobär, bitte. Bitte. Nullwurst. Bitte. Was? Bitte. Pedobär. Was ist ein Pedobär? Kennst du den Pedobär nicht? Alter, ich bin alt. Ich bin nicht so cool. Wir aktualisieren mal gerade die Seite und dann nehmen wir die von unten, weil sonst wäre es echt gemein. Dann sind die, die als letztes posten, dann kommen die alle gar nicht dran. 682 Kommentare. Ich mag Züge. Wumm. Ich scroll jetzt hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, 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 hoch. Und dann ist da irgendwo ein Kommentar, das nehmen wir dann direkt. Das nehmen wir. Oh Gott. Falsches. Okay, das müssen wir, glaube ich, nochmal machen. Das. Schlock. So, das war's auch, glaube ich, schon. Alter, wir sind des Todes gerade. Das waren ziemlich coole Sachen und viele Rochen. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt direkt mal und singen die ganzen Begriffe. Ihr habt sie gerade gelesen, deswegen werden wir diesmal keine Tafel haben oder so. Ihr kennt die ganzen Begriffe. Wir haben einfach unseren Notizzettel, den ich wahrscheinlich überhaupt gar nicht entziffern kann, weil der Benni schreibt wie so ein, naja, reden wir mal nicht darüber. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Viel Spaß bei den Impro-Sachen. Ich glaube, wir werden das öfter machen. Achso, und Cookie Breed könnt hier ein Like machen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 102 Begriffe. Nein, das sind echt viele. Ich bin Spanier. I hear there was a secret chord. Don't ever play, he's my cock. Das war richtig scheiße gerade.
Mi gusta, mi gusta. Ich find diese Idee mal wieder super kokolores. Ich würde mir lieber eine Hose kaufen von der Firma Sackface. Du blöder Pedobär. Mi gusta, mi gusta. Ich mag Züge. Ich hätt lieber ein Stockwasser. Der Gerät. Mi gusta, mi gusta. Mi gusta, mi gusta. Der Gerät heißt Dachstuhlvertrag und anderer Ton und ist gut für einäugige Hosenschlangen. Hose da oben. Moment mal, jetzt haben wir Hose und Hosenschlange gespielt. Bazinga, Bazinga. Ich mag's hier auch. Bazinga, Bazinga. So ein Opferstock, so eine Wechselhülle. Obschleife, Kockschelle, Kartenhalter. Mi gusta, mi gusta. Mi gusta, mi gusta. Der Gerät, damit ich lesen kann, lesen kann. Da steht Hobelschnulze oder so, ich kann's nicht genau entziffern. Mi gusta, mi gusta. Mi gusta, mi gusta. Ich kauf mir, glaube ich, einen Bumsborstenvieh. Die sind nämlich viel besser als der jetzige Bundeskanzler Angelo Merte. Aber ich muss immer mit Erdbeerkäse füttern. Weil sonst zu viele Rochen durch den Keller ins Haus schwimmen. Ja, dann solltest du dir lieber ein Kotbrot schmieren. Du musst doch sehen. Ich meine mit Spiegelei. Mi gusta, mi gusta. Mi gusta, mi gusta. Bazinga, bazinga. Ich finde das überhaupt nicht cool. Bazinga, bazinga. Mi gusta, mi gusta. Mi gusta, mi gusta. Bazinga, bazinga. Oh, bazinga, bazinga. Rochen, 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 rochen. Hast du das mal gerochen? Das Kotbrot mit Erdbeerkäse musst du zuerst Spiegelei, weil ich kein Kotbrot. Der Gerät schneidet immer schweißfrei den Erdbeerkäse. Also es ist eine Käsereibe? Nein, eine Kotschelle. Du Opferstock, geh mal lieber den Kartenhalter holen, denn wir wollen Poker spielen. Du Arschgießkanne. Ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Okay, pass auf! Oh yeah! Mi gusta, mi gusta! Winter! Mi gusta, mi gusta! Bazinga, bazinga! Bazinga, bazinga! Mi gusta, mi gusta! Mi gusta, mi gusta! Bazinga, bazinga! Bazinga, bazinga! Rochen! Rochen, 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 ich hab gerochen, rochen, rochen, ich mag Züge der Gerät. Die Wörter sind so ohne Zusammenhang. Ah, von vorne so bis ohne hinten. Zusammenhang bis Ulti. Hey, was? Was? Du bist Roder. Wenn ihr wisst, was mir Gusta ist, postet bitte, das bitte in die Kommentare. Ganz dringend. Wirklich sehr dringend. Am besten vor uns hoch. Ja. Das ist eine komplette Maschine. Heißt das so, was so Mexikaner ist? So, ja. Was war das denn gleich? Was? Ich mag Züge, ich mag Züge, das hat die einäugige Hosenschlange. Hose, 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 Sackface, Hose, 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 Sackface. Das ist ein Opferstock, ein Opferstock. Das ist ein Opferstock, komm, stell den Karten, halt, aber singe. Oh yeah, ein Rochen, ein Rochen. Der Gerät ist kein Rochen. Ich kann das nicht lesen. Erdbeerkäse. Was ist das für ein Lied? Was? Guck mal, wie das aussieht.